Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute am 29. Juli, also der heiße Monat ist beinahe vorbei, dann fängt der nächste an. Ein Sonntagnachmittag habe ich mich hier hingesetzt, um nochmal eine Lesung zu machen von dem wunderbaren kleinen Heft Die Jesuiten und das Deutsche Reich, zeitgemäßes von Arthur Bödling, wo wir jetzt heute den vierten Teil lesen wollen. Ich muss ehrlich sagen, ich war, als ich das gekauft hatte, ganz überrascht, wie interessant so ein kleines Heft von 32 Seiten nur sein kann. Und da wir heute auf Seite 22 anfangen, also ich gehe nochmal kurz zurück auf den letzten Satz in Seite 21, und dann lesen wir auf Seite 22 weiter, haben wir noch 10 Seiten vor uns. Und ich kann euch sagen, dass noch eine ganze Menge kommt, das spezifisch für Deutschland gemeint ist. Ja, also nicht aufgeben. Ja, wir hatten jetzt ja schon über Frankreich hier und Napoleon und sowas gesprochen und allgemeine jesuitische Dinge, wovon euch vielleicht auch viele Dinge bekannt sind. Aber trotzdem einige sehr wichtige Sätze, die wir bereits in diesem Heft gelesen hatten über die geistige Vergiftung, ja, die Jesuiten uns zuteil haben werden lassen. Und so weiter und so weiter. Also, und über Martin Luther diesen einen wichtigen Satz, dass wir eben gemerkt haben, dass wenn sie Martin Luther wegnehmen, dass sie damit die ganze Kultur Deutschlands wegnehmen und das im Grunde auch das ist, was sie probieren wollten. Ne? Ja, also, dann gehen wir jetzt mal ohne große Einleitung rein. Ich fange eben in dem Heft an, dann ist es mit dem Übergang leichter auf Seite 22. Den letzten Satz auf Seite 21 hier nochmal zu lesen. Und da heißt es, der Sturz des Soldatenkaisers, ja, da sprechen wir über Napoleon Bonaparte in Frankreich, bedeutete für ihre Wiederauferstehung, bedeutete dafür, Entschuldigung, erster Satz, ich gleich verknallt hier. Der Sturz des Soldatenkaisers, womit hier Napoleon Bonaparte gemeint ist, bedeutete dafür ihre Wiederauferstehung. Bereits 1814 befiehlt Antichrist Papst Pius VII. Die Wiederherstellung des Ordens, den Clemens XIV. 40 Jahre zuvor, trotz Kraft eben derselben apostolischen Machtvollkommenheit für immer aufgehoben hatte, seine Heiligkeit und meinte, der kräftigen und erfahrenen Ruderer, die sich selbst anboten, das Schifflein Petri durch die stürmischen Wellen eines jeden Augenblicks mit Schiffbruch und Tod drohenden Meeres zu leiten, nicht entraten zu können. Mittels des Wiener Fürstenkongresses bemächtigten sich dieselben mit einem Schlage wieder der Fäden der europäischen Politik. Nicht nur das Schifflein Petri wollten sie glücklich wieder über Wasser bringen, sondern zugleich alle Throne von der Revolution vor der Revolution sicherstellen. So, da hatte ich ja auch schon genügend Kommentare drüber gegeben. Das war nur eben zur Einarbeitung, dass wir hier da eben nochmal reinkommen. Und dann lesen wir jetzt oben auf Seite 22 weiter. Die Rolle, welche sie namentlich auch als Handlanger Metternichs bis 1848 in deutschen Landen gespielt haben, ist noch lange nicht zureichend aufgedeckt. Weder die schon fast 1820 ausbrechende Revolution in Spanien, Portugal und Italien haben diesen ihren Gönner, der stets alles voraussah, irre gemacht. Nicht einmal der Zusammenbruch des Bourbonenthrones an der Seine im Juli 1830, ein wahres Meisterstück jesuitischer Rettungskunst in Bezug auf Thron und Altar, hat den immer vollständiger im Eigendünkel aufgehenden österreichischen Staatsmanne des Stillstandes die Augen geöffnet. Wenn der Völkerfrühling im Ausgang der 40er Jahre, also 1840er Jahre, die Nachtvögel einen Augenblick verscheute, so sind sie in dessen Gefolge, als anfangs der 1850er Jahre die Winterzeit der Reaktion wieder anbrach, in nur umso dichteren Schwärmen wiedergekommen. War doch der Napoleonide in den Tuilerien buchstäblich von ihren Gnaden, also der damalige französische Kaiser. 20 Jahre, meinte neulich der derzeitige französische Ministerpräsident, hat den Jesuiten genügt gehabt, sich der Schule, des Staatsrats, des obersten Gerichtshofs und des Heeres zu bemächtigen.
gestützt zugleich auf Napoleon III. Und den ebenfalls von dem Völkerfrühling am Ausgang der 1840er Jahre emporgetragenen und zugleich bedrohten Kaiser Franz Josef, durften sie hoffen, das, was ihnen im Dreißigjährigen und wieder im Siebenjährigen Krieg nur halb geglückt war, endlich zu Ende zu bringen. Mit dem protestantischen Preußen-Brandenburg, das Rückgrat eines auf sich selbst gestellten, von Rom unabhängigen deutschen Nationalstaates zu brechen. Dieses umso zuversichtlicher, als auch die protestantischen Fürsten, welche auch römisch-katholische Untertanen hatten, der König von Preußen selbst an der Spitze, ihnen Tür und Tor öffneten, um mit ihrer Hilfe der Revolution Herr zu werden. Ein Irrwahn, den kein Geringerer als Bismarck später als solchen geißeln sollte. Wie vollständig die Jünger Loyolas in Rom selbst, im Vatikan, die Herren waren, das verriet Mitte der 1850er Jahre die feierliche Verkündigung des Dogmas der unbefleckten Empfängnis, ja, ihr eigenstes Geistesprodukt. Bekundete die Ausrufung des Morallehrers Liguori zum Doctor Ecclesia, also Doktor der Kirche, der Syllabus, da sprechen wir über den Syllabus der Fehler, den ich ja schon oft angeführt hatte, und schließlich als 1866 anstatt eines zweiten Collin der Tag von Königgrätz hereinbrach, die Ausrufung der päpstlichen Diktatur, das Dogma der päpstlichen Unfehlbarkeit in die Erfüllung dessen, was sie vom ersten Tage ihres Bestehens an vorausgesetzt und unausgesetzt zu einem Kirchengesetz zu machen, erstrebt hatten. Ja, und hier habe ich mir eine kleine Fußnote genommen, und das ist eine ganz wichtige, weil da lesen wir über die Schlacht von Königgrätz in 1866, was hier eben erwähnt wurde. Den Wikipedia-Link rate ich euch an, euch mal anzuschauen, weil das ist auch wichtig im Zusammenhang mit der Erklärung der 1260 Jahre des Regierens des Antichristen von 606 bis 1866. Ja, der Tag von Königgrätz. Nicht unwichtig, sich das sehr detailliert durchzulesen und sich damit auseinanderzusetzen. Aber das würde jetzt den Rahmen dieser Buchlesung oder dieser Heftlesung, was das hier ist, so ein kleines Heftchen nur, würde das sprengen. Man muss ja den Leuten auch immer etwas überlassen, um ihre eigenen Studien zu machen und dann sie dann selbst auf die Möglichkeit kommen, die Wahrheit für sich selbst zu entdecken. Aber auf jeden Fall fährt der Autor hier fort, damit war die Partie frisch gebunden. Jetzt konnte das Los der Waffen wieder angerufen werden. Die bigotte Spanierin auf dem Throne an der Seine, die ihrem alternden Gemahl immer mehr die Wege wies, welche ihr Beichtvater ihr eingab, durfte ihren kleinen Krieg vom Zaune brechen. Anstatt des erhofften Spaziergangs nach Berlin kamen indes Sedan und die Ausrufung des deutschen Kaisertums im Spiegelsaal zu Versailles. Was gab es für die jungen Loyolas da wieder für Arbeit? Unter ihren Auspizien entstand deshalb in Berlin der parlamentarische Zentrumsturm, der weit sinnvoller und richtiger Jesuitensturm hieße. Die Bedrohung des ihren Ränken zum Trotze erstandenen deutschen Nationalstaates mit evangelischer Spitze seitens der jungen Loyolas, als der eifrigsten und folgerechtesten Vorkämpfer des Cäsaropapismus, war, aller Geheimtuerei ungeachtet, eine zu augenscheinliche, als dass man an maßgebender Stelle nicht darauf Bedacht genommen hätte, der weiteren Entwicklung der Gefahr womöglich noch rechtzeitig vorzubeugen. Im Frühjahr 1872 legte die Reichsregierung dem Reichstage einen Gesetzentwurf vor, welcher die polizeiliche Ausweisung der Mitglieder der Gesellschaft Jesu oder einer mit diesem Orden verwandten Kongregationen aus dem Gebiete des Reichs vorsah, auch im Falle dieselben das deutsche Indigenat besaßen. So, ein Indigenat ist ein Heimat- oder ein Bürgerrecht. Heute sprechen wir von Staatsangehörigkeit. Also, im Frühjahr 1872, kurz nach der Gründung des Deutschen Reiches durch Bismarck 1871, legte die Reichsregierung dem Reichstage einen Gesetzentwurf vor, welcher die polizeiliche Ausweisung der Mitglieder der Gesellschaft Jesu oder einer mit diesen Orden verwandten Kongregation
aus dem Gebiete des Deutschen Reichs vorsah, selbst in dem Falle, dass diejenigen, die ausgewiesen werden würden, die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen würden, wo man damals noch vom Indigenat sprach. Dr. Friedberg, der als Bundesbevollmächtigter die Vorlage befürwortete, bezeichnete dieselbe als einen Akt der Notwehr. Ja? Es ist ein Akt der Notwehr des neu gegründeten Deutschen Reiches, um die Jesuiten aus ihren Landen zu verweisen. Es gelte, das Hausrecht gegenüber solchen zu wahren, die es auf die Unterminierung des Reiches abgesehen hätten. Indessen ward dieser Entwurf, also dieser Gesetzentwurf der Regierungen, alsbald allzu unbestimmt und wenig durchgreifend erkannt. Der Reichstag ergänzte, präzisierte denselben, indem er einen Paragraph 1 voranschickte, des Inhalts, Zitat: Der Orden der Gesellschaft Jesu und die ihm verwandten und ordensähnlichen Kongregationen sind vom Gebiet des Deutschen Reiches ausgeschlossen. Die Errichtung von Niederlassungen derselben ist untersagt. Die zurzeit bestehenden Niederlassungen sind binnen einer vom Bundesrat zu bestimmenden Frist, welche 6 Monate nicht übersteigen darf, aufzulösen. Ende Zitat vom Paragraph 1 des sogenannten Jesuitengesetzes, kurz nach Errichtung des Deutschen Reiches 1871 und 1872 erlassen. Und dieser extra Paragraph 1 sagt es noch einmal ganz deutlich: Der Orden der Gesellschaft Jesu und die ihm verwandten ordensähnlichen Kongregationen sind vom Gebiet des Deutschen Reichs ausgeschlossen. Was heißt das? Das heißt, dass der Jesuitenorden dafür sorgen muss, dass alle die von ihm geleiteten Klöster aufgelöst und geschlossen werden, dass alle von ihm geleiteten und unterhaltenen Provinzhäuser, ja, wir wissen ja diese Ausbildungshäuser, die sie haben, diese Provinzialhäuser und so weiter, dass die alle geschlossen werden und selbst, dass sie von all ihren Unterrichtseinrichtungen wegtreten müssen. Das heißt, Schulen, die von den Jesuiten geleitet wurden, müssen geschlossen werden und die jesuitischen Lehrer müssen daraus, müssen weg. Weiterhin ist die neue Errichtung, ja, die Errichtung von Niederlassungen derselben ist untersagt. Also sie dürfen auch keine neuen Niederlassungen errichten. Das heißt, keine neuen Professhäuser, das war das Wort, das ich gerade eben suchte, keine neuen Professhäuser, Ausbildungshäuser für die Jesuiten, keine neuen Klöster, keine neuen Schulen, nichts mehr. Und die zurzeit bestehenden Niederlassungen sind alle binnen einer vom Bundesrat zu bestimmenden Zeit, welche 6 Monate nicht übersteigen darf, aufzulösen. Also, sie kriegen 6 Monate die Zeit, um sich, wie man so schön heute in Neudeutsch sagen würde, zu verpieseln. Ja? Raus da! In einem zweiten Paragraphen, fahren wir fort, wurde der ursprüngliche Entwurf der Regierungen angefügt, indes mit der Abschwächung, dass den, zwischen Anführungsstrichen, Ausländern zwar das Reichsgebiet untersagt werden könne, den, zwischen Anführungsstrichen, Inländern, indes nur der Aufenthalt in bestimmten Bezirken oder Orten innerhalb des Reichs. Also, um das jetzt gut zu verstehen, nochmal eben in normalem Deutsch. In einem zweiten Paragraphen wurde hinzugefügt, mit einer Abschwächung, dass denjenigen, die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit hatten, das Reichsgebiet zwar untersagt werden könne, aber all den Jesuiten, die die deutsche Staatsbürgerschaft hätten, denen kann man nur den Aufenthalt in bestimmten Bezirken oder Orten innerhalb des Reiches verbieten, aber nicht den Aufenthalt im Reich. Mit anderen Worten, mit dieser Abschwächung wird hier die Staatsangehörigkeit höher gerechnet als die Loyalität, weil ein Jesuit hat nur Loyalität und Gehorsam gegenüber seinem General geschworen und gegenüber seinem Orden und gegenüber Rom und nicht gegenüber Deutschland, auch wenn er die deutsche Staatsangehörigkeit hat. Also wir sehen hier schon direkt am Anfang dieses Gesetzerlasses, sehen wir direkt die Möglichkeit, dass selbst hier schon das Gesetz, ich will mal sagen, verwässert wird. Ja? Wo es zuerst rigoros heißt, wie wir ja vorher hier gelesen hatten mit der Indignation, ja, auch im Falle dieselben des Indigenats,
Genat besaßen, wurden sie aus dem Reich verwiesen, sehen wir jetzt, dass in einem zweiten Paragraphen der ursprüngliche Entwurf angefügt wurde oder angepasst wurde, abgeschwächt wurde, sag ich mal, und dass man den, zwischen Anführungszeichen, deutschen Jesuiten damit erlaubt, zwar im Reich zu verbleiben, ihnen lediglich bestimmte Orte eventuell verweigern kann, um sich dort aufzuhalten, dort zu leben, dort zu lehren, ja? Aber nicht den Aufenthalt im gesamten Reich, obwohl die Jesuiten überhaupt keine Loyalität an das Land legen, in dem sie leben und in dem sie so gesagt dienen. Ja? Hier finden wir direkt eine Verwässerung des ersten Paragraphen direkt. Und das finde ich persönlich schon mal sehr schade. Es sind nämlich immer diese Schlupflöcher, die gelassen werden, die dafür sorgen, dass wir am Ende eine Politik haben, und das nicht nur in der Politik, die Kompromisse zulässt. Und da gibt es ja ein ganz bekanntes Beispiel für. Ich hatte ja schon öfter angeholt in der 17. Sitzung des Konzils von Trient zwischen 1545 und 1563, holt der Erzbischof von Reggio aus und meinte, weil die Protestanten nicht den Sabbat der Bibel halten, sondern den Sonntag heiligen, wie die römisch-katholische Kirche das tun, dass sie da ihren Vorsatz von Sola Scriptura, ne, die Bibel und die Bibel alleine, verlassen würden. Und deswegen wurden sie für Rebellen erklärt und deswegen wurde am Ende des Konzils von Trient wurden 125 Verfluchungen über die Protestanten ausgesprochen. Und in der Hinsicht finde ich auch zu Recht, weil sie haben da die Bibel verlassen. Das ist eben wieder ein Schlupfloch, das die Protestanten gelassen haben, womit sie angegriffen werden können. Und hier lassen die Protestanten im Zweiten Deutschen Reich, das Bismarck damals gebildet hat, mit ihrer Gesetzgebung im Paragraph 2 auch wieder die Möglichkeit, viele Jesuiten im Inland verbleiben zu lassen, nur weil sie die Staatsangehörigkeit haben, die für die Jesuiten noch nicht mal so wertvoll ist, als dass sie sich damit ihren Hintern abwischen wollen. Das wollen wir mal ganz ehrlich sagen. Das interessiert ihnen nämlich den feuchten Kehricht, welche Staatsangehörigkeit sie haben. Aber fahren wir doch mal fort. In dieser Form ist das Gesetz schließlich mit 181 gegen 93 Stimmen vom Reichstag angenommen worden. Das sind 2/3 zu 1/3, so wie ich das hier sehe. Das ist nochmal ganz schön kräftig, ne? Also, die deutschen Parlamentarier waren im 19. Jahrhundert schon überzeugt, eine gute Sache zu tun, indem sie die Jesuiten verbieten würden. Das sollten vielleicht unsere sogenannten Bundestagsabgeordnetenvertreter da auch mal machen. Aber, naja, das ist, da ist der Vater, der Wunsch der Vater des Gedankens, wie man so schön sagt, ne? Die sind ja alle kontrolliert. Damals waren sie noch nicht so kontrolliert, wie sie heute sind. Während des Kulturkampfes ist dieses Gesetz von den Regierungen auch gehandhabt worden. Das ist ja noch viel wichtiger. Es ist ja nicht nur, dass dieses Gesetz erlassen wurde, sondern es ist auch, dass dieses Gesetz durchgezogen wurde, das heißt durchgesetzt wurde. Ja? Es ist auch gehandhabt worden. Man kann ja so viele Gesetze erlassen, wie man will. Wenn man die Gesetze nicht handhabt, wenn man sie nicht durchsetzt, Papier ist geduldig, ne? Es ist nach dem Motto verboten, so und so viel zu schnell zu fahren. Aber wie sagt man so schön, wo kein Kläger, da kein Richter. Das Gesetz wird nicht durchgesetzt. Das wird in der Zukunft noch anders sein. Da gibt es noch ganz andere Methoden, um die Geschwindigkeit zu kontrollieren. Hier in Belgien haben wir das schon. Hier wird eine Trajektkontrolle gemacht, ne? Also wenn du einen bestimmten Weg fährst, dann wird da deine Durchschnittsgeschwindigkeit gemessen über die Zeit, die du brauchst von einem zum anderen Messpunkt. Ja, da bist du am Hintern, ne? Um es mal ganz eben auf Deutsch zu sagen. Aber wichtig ist eben, dass wir hier in der Zeit während des Kulturkampfes eben auch dieses Gesetz durchgesetzt hatten, die Deutschen. Und das ist eben der Punkt. Deswegen macht der Autor den ja auch während des Kulturkampfes. Der Kulturkampf währte aber nur, wenn ich mich richtig erinnere, 8 oder 9 Jahre. Und dann war er vorbei. Dann steht hier nämlich, als der Wind umgeschlagen hatte, das Zentrum regierungsfähig geworden war, begann man damit, die dem Jesuitenorden verwandten oder auch ordensähnlichen Kongregationen eine nach der anderen wieder zuzulassen.
und da von polizeilicher Ausweisung oder auch nur lokaler Verpflanzung einzelner Jesuiten nichts verlautbart ist, scheint der Paragraph 2 überhaupt nicht ernstlich angewendet worden zu sein. Na, der Paragraph 2 sagt er hier, ja, ich bezweifle dann eher sogar die strikte Anwendung des Paragraphen 1. Na, da wir im Paragraphen 2 ja gelesen haben, dass Ausländern das Reichsgebiet untersagt werden könne, Inländern aber nur der Aufenthalt in bestimmten Bezirken oder Orten innerhalb des Reiches untersagt werden könne, aber da eben sich da keiner drum gekümmert hat, werden sie sich wohl auch nicht um die Ausländer so wahnsinnig viel gekümmert haben, ne? Gehe ich jetzt mal von aus. Nun, der Autor fährt fort und spricht hier von der Latitudinarier. Ein Latitudinarier ist ein Anhänger des Latitudinarismus. Manche schwierige Worte, ne? Ist auch ein veraltetes Wort, wenn man das heute nachliest. Und ein Latitudinarier ist jemand, der nicht allzu strenge Grundsätze hat, der duldsam ist, der tolerant ist. Das weiß ich nicht, ich kenne das nur das englische Wort Latitude, aber das hat ja nun damit nichts zu tun. Das ist ja der Längengrad, ne? Auf jeden Fall Latitudinarier, ja, das sind dann also tolerante, duldsame Menschen. Der Latitudinarier Windhorst, da geht es um eine bestimmte Person, die könnte man sich auch nochmal raussuchen, habe ich jetzt aber nicht getan, war der ganze Mann, den Zentrumsturm zu erbauen, indem er eine Partei nach der anderen gegeneinander ausspielte, also indem er eine Partei nach der anderen gegeneinander ausspielte und sie sich so sämtlich zu Handlangern machte. Ja? Also, der Latitudinarier Windhorst war ganz der Mann, den Zentrumsturm zu erbauen, indem er eine Partei nach der anderen gegeneinander ausspielte und sie sich so sämtlich zu Handlangern machte. Das Jesuitengesetz war ein Ausnahmegesetz und als solches im Prinzip mit demjenigen gegen die Sozialdemokratie gleichartig. Wer gegen Ausnahmegesetze als solche sei, hieß es daher, müsste folgerecht zur Aufhebung des Jesuitengesetzes mitwirken. Keine Partei wollte der nachwachsenden Macht des Zentrumsturms gegebenen Falles entraten. Derart gelang es nach und nach, eine Mehrheit im Reichstage für die Beseitigung des Jesuitengesetzes zusammenzubringen. Der Bundesrat indes beharrte bei der Aufrechterhaltung desselben, wenigstens in der Theorie, nach dem Motto, lasst uns wenigstens davon ausgehen, dass es noch auf Papier steht. Ganz aufgelöst wurde dieses Jesuitengesetz 1915 und vollständig aufgelöst, glaube ich, 1919, wo ja auch das Reich dann zusammengebrochen war. Da musste man eben einen Schluck Kaffee trinken hier. So die Lage der Dinge, als der preußische Ministerpräsident und deutsche Reichskanzler von Bülow in seiner Not wegen seiner Zolltarifvorlage sich nicht anders zu helfen gewusst hatte, als indem er als Entgelt für die Zustimmung zu diesem seitens des Zentrums die preußischen Stimmen im Bundesrate für die Aufhebung des Paragraphen 2 des Jesuitengesetzes verpfändete. Hierdurch ist nicht nur die Besorgnis erweckt worden, dass Preußen dem Drängen der Jesuiten selbst nicht länger Widerstand leisten wolle, sondern zugleich wieder einmal nur zugreifbar zutage getreten, wie ungeniert nachgerade das Zentrum seine so verrufene Kuhhandelspolitik betreibt, wie demselben die kirchenpolitischen, die päpstlich-römischen Interessen der Jesuitismus über alles geht. Ja, ein ganz wichtiger Satz. Müssen wir unbedingt nochmal lesen, um den sehr gut zu verstehen. Weil das Zentrum oder die Zentrumspartei spielt hier eine unglaublich wichtige Rolle. Und das ist genau die Partei, die damals der Steigbügel war, mit dem Adolf Hitler zur Macht gekommen ist. Ja, also sehr positiv den Jesuiten gesinnt. Hierdurch, lesen wir den letzten Satz noch einmal, hierdurch ist nicht nur die Besorgnis geweckt worden, dass Preußen dem Drängen der Jesuiten selbst nicht länger Widerstand leisten wolle, sondern zugleich wieder einmal nur zu greifbar zutage getreten, wie ungeniert nachgerade das Zentrum seine so verrufene Kuhhandelspolitik betreibt, wie demselben die kirchenpolitischen, die päpstlich-römischen Interessen der Jesuitismus
über alles geht. Dem Zentrum gehen die kirchenpolitischen, die päpstlich-römischen Interessen, ja selbst der Jesuitismus, über alles. Das ist die Kernaussage hier. Und warum ist es dann wohl so, dass etliche Jahre später gerade diese Zentrumspartei dafür gesorgt hat, als sie das Zünglein an der Waage war, dass mit ihrer Zustimmung Adolf Hitler den Titel Reichskanzler tragen konnte? Das muss man sich ja wohl nicht mehr abfragen, wenn wir hier schon innerhalb der 1870er lesen, welche Gesinnung die Zentrumspartei damals hatte. Als ob die CDU von heute eine andere Gesinnung hat als die CDU von nach dem Zweiten Weltkrieg. Als ob Adenauer nicht auch schon vorher wichtige Rollen gespielt hätte. Ne? Genau wie sie es heute tun. Hieraus erklärt sich der Entrüstungssturm, der neuerdings durch die deutschen Lande geht. Ja? Es handelt sich keineswegs um den zweiten Paragraphen als solchen. Dieser ist seiner ganzen Fassung nach überaus fragwürdig. Das finde ich auch, weil der nimmt ja direkt eine ganze Menge der Kraft des Paragraphen 1 schon wieder weg. Während er auf der einen Seite den Polizeiorganen eine bedenkliche Machtbefugnis einräumt, weil die Polizei hatte ja die Macht, die Jesuiten, die Ausländer rauszuwerfen und die Inländer an andere Orte zu setzen, ja, nicht vergessen, während er also auf der einen Seite den Polizeiorganen eine bedenkliche Machtbefugnis einräumt, wirkt er dadurch, dass er ausländische und inländische Jesuiten unterscheidet, in hohem Maße irreleitend. Ah ja, als gäbe nicht jeder Jesuit dadurch, dass er dem internationalen Orden beitritt, der ihn ganz und ausschließlich in Anspruch nimmt, ihn als Menschen und als Bürger restlos absorbiert, sein Vaterland und damit sein Staatsbürgerrecht, sein Indignat selbst auf? Genau der Punkt, den ich vorher bereits in meinen Kommentaren gemacht hatte. Nochmal? Als gäbe nicht jeder Jesuit dadurch, dass er dem internationalen Orden beitritt, sein Indignat selbst auf. Da, wenn er dem Orden der Jesuiten beitritt, er für sich ausschließlich in Anspruch nimmt, dass er sein Vaterland und sein Staatsbürgerrecht aufgibt, weil er, wenn er dem Orden beitritt, er nur dem Menschen gehorcht, dem Menschen in seinem Orden. Ja? Nicht vergessen. Das ist genau der Punkt, den ich vorher mit meinen Kommentaren schon gemacht hatte. Wo aber ist das Staatsbürgerrecht, welches dem Einzelnen verstattet, Bürger zugleich zweier, gar einander entgegengesetzter Staatswesen zu sein? Oh, ist das nicht eine Diskussion, die wir heute auch führen, über die sogenannte doppelte Staatsbürgerschaft? Was ist denn diese Diskussion hier? Das ist doch genau dasselbe. Ein Jesuit ist ein Staatsbürger Roms, erst an erster Stelle, der seine Ergebenheit dem Papst im Rom bezeugt und der, da er Jesuit ist, sich nur auf die Worte und Befehle seines Vorgesetzten verlässt und niemals irgendetwas akzeptiert von irgendeiner weltlichen Regierung in dem Lande, in dem er lebt. Ja? Wo aber ist das Staatsbürgerrecht, welches dem Einzelnen verstattet, oder gestattet würden wir heute sagen, Bürger zugleich zweier, gar einander entgegengesetzter Staatswesen zu sein? Ich kann doch nicht auf der einen Seite Mitglied des Staates weiß sein und dann auf der anderen Seite Mitglied des Staates schwarz sein. Die beiden stehen sich nun mal absolut 100% gegenüber. Weiß ist nicht schwarz und schwarz ist nicht weiß. Wenn ich aber eine Staatsangehörigkeit für weiß habe und eine Staatsangehörigkeit für schwarz, das ist genau das, was Jesus Christus meinte, wenn er sagt, man kann nicht zwei Herren dienen. Man kann nicht dem Mammon dienen und gleichzeitig noch Gott. Man kann eben auch nicht Mitglied eines Staates weiß sein und Mitglied eines Staates schwarz sein und jedem genug tun. Und schon gar nicht, wenn ich Mitglied des Staates schwarz bin und im Staat weiß lebe, dann kann ich dem weißen Staat schon mal gar nicht Genüge tun. Ich hoffe, dass ich mit dieser ein wenig Bildsprache das ein bisschen deutlich gemacht habe, was der Autor hier meint. Das ist im Grunde alles sehr widersprüchlich.
was wir hier miteinander lesen. Na? Als gäbe nicht jeder Jesuit dadurch, dass er dem internationalen Orden, also dem Jesuitenorden, beitritt, der ihn ganz und ausschließlich in Anspruch nimmt, ihn als Menschen und als Bürger restlos absorbiert, damit gibt er sein Vaterland und sein Staatsbürgerrecht, sein Indignat selbst auf. Wo aber ist das Staatsbürgerrecht, welches dem Einzelnen verstattet, Bürger zugleich zweier, gar einander entgegengesetzter Staatswesen zu sein? Fürst Hohenlohe, der spätere Reichskanzler, der zwischen Anführungszeichen Katholik, war sich denn auch darüber vollständig im Klaren. Er schlug daher vor, jedem Jesuiten als solchen den Aufenthalt im Reiche zu versagen. Selbst sein Bruder, der Kardinal, war der Ansicht, dass es immer gut sei, unser Vaterland vor dieser Landplage zu behüten. Wir hatten also tatsächlich noch ein paar Menschen, die tatsächlich wach waren und sich bewusst waren von diesem Widerspruch, dass man die Jesuiten im Lande lassen könne und ihnen damit eine doppelte Staatsbürgerschaft gäbe, was unmöglich ist, weil man kann nicht zwei Herren dienen. Der spätere Reichskanzler von Hohenlohe, Fürst Hohenlohe, hat hier zusammen sogar mit seinem Bruder, dem Kardinal, die Ansicht vertreten, dass es immer gut sei, unser Vaterland vor dieser Landplage zu behüten. Niemand hat vor dieser Landplage nachdrücklicher gewarnt als der größte Kirchenhistoriker, den die römisch-katholische Kirche im 19. Jahrhundert gehabt hat, Ignaz von Döllinger, der selbst lange in ihrem Bann gelebt hat. Nun, von Ignaz von Döllinger füge ich auch hier den Link in dem PDF bei, über Wikipedia, könnt ihr über den nachlesen. Von ihm sprach ich bereits in der Vergangenheit in anderen Buchlesungen. Er ist nicht nur ein Historiker, er ist auch der Aufrichter der altkatholischen Kirche. Muss man auch dabei berücksichtigen. Aber der Autor fährt fort. Da zudem dieser Paragraph 2, wie gesagt, von den Machthabern längst nicht mehr ernstlich gehandhabt wird, so scheint es an dessen Aufrechterhaltung oder Aufhebung wenig genug gelegen. Und doch ist an dessen Beseitigung den Jesuiten und ihren Vorkämpfern augenscheinlich ungemein viel gelegen, nicht nur weil er im Notfall immerhin eine gewisse Handhabe gegen sie bietet, sondern weil sie voraussehen, dass, wenn sie nur erst vereinzelt, zerstreut, unbehelligt eindringen und sich festsetzen können, der Tag nicht mehr fern sein wird, da auch der Paragraph 1 und damit das ganze Reichsschutzgesetz gegen sie in Wegfall kommen wird. Wie die Machthaber jetzt fragen, wozu einen Paragraph, der doch nicht gehandhabt wird, länger aufrechterhalten? Ha, so wird's bald genug heißen, sie sind nun einmal da. Oh, weshalb ihnen Kollegien, feste Ansiedlungen denn verwehren? Man zwingt sie dadurch nur, solche jenseits der Reichsgrenzen zu errichten und so erst recht der staatlichen Kontrolle zu entziehen. Weit besser, dieselben bestehen innerhalb der Machtsphäre des Reichs. Aha, dieser Erwägung werden sich die Klugen im Lande dann ebenso wenig entziehen können, wie heute den wertlosen Paragraph 2 für überflüssig und daher nur vom Übel anzusehen. Der Kampf um diesen in der Tat an sich hohlen Paragraphen 2 aber ist zugleich eine Machtprobe. Dass die Bundesregierung, wo ist denn hier mein Cursor hier, dass die Bundesregierungen, die preußische voran, die Aufhebung desselben nicht aus freier Entschließung heraus wollen, liegt nur zu klar am Tage. Gelingt es den Römlingen, ihnen die Hand auch nur in diesem Falle, trotz des Volksunwillens in allen deutschen Gauen, zu zwingen, wo und wann soll ihnen noch Halt geboten werden? Wenn ich erst einmal die Tore im Staudamm öffne, dann wird der Staudamm leer fließen. Das ist das, was hier mit anderen Worten gesagt wird. Ja? Oder gib den Jesuiten einen Finger und sie nehmen mehr als den ganzen Arm. Sie nehmen sogar den ganzen Menschen. Man sagt so schön doch im Deutschen, wehret den Anfängen. Tja, hier hätte man den Anfängen wehren müssen und hätte auf Teufel komm raus
absolut verbieten müssen, den ersten oder den zweiten Paragraphen anzufallen. Oder den zweiten Paragraphen anzufallen und dadurch sich dann nachher der Überflüssigkeit des ersten bewusst zu werden. Und genau darum ging es hier. Der Kampf um diesen in der Tat an sich hohlen Paragraphen 2 ist eine Machtprobe. Eine Machtprobe, die im Endeffekt die Bundesregierung oder die Reichsregierung hier verloren hat. Ja, also die Bundesregierung, das sind halt die Regierungen der verschiedenen Länder in dem Reich, allen voran Preußen. Die Aufhebung desselben nicht aus freier Entschließung heraus wollen, das liegt nur ganz klar am Tage. Gelingt es aber den Römlingen, also den Jesuiten und dem römisch-katholischen Klerus, der Schattenregierung in der Diözese, die Hand auch in diesem Falle trotz des Volksunwillens in allen deutschen Gauen zu zwingen, wo und wann soll ihnen dann noch Halt geboten werden? Wer kann sich in den Weg stellen und den Tsunami aufhalten? Freilich, fährt der Autor fort, sind diejenigen, welche nur für diesen Paragraph 2 ins Feld rücken, schlecht beraten. Wer die Jesuitengefahr kennt und ihr vorzubeugen entschlossen ist, darf nicht in der Defensive vor dieser offenen Bresche stehen bleiben. Der muss neue Chancen aufwerfen, welche auch diese Bresche wettmachen. Der muss verlangen, dass das bestehende Gesetz entsprechend verschärft werde. Also, anstatt das Gesetz zu verwässern und sogar den Paragraph 2 wegzunehmen, nein, was hätte man machen müssen? Man hätte das Gesetz noch verschärfen müssen, man hätte es noch mehr durchführen müssen, man hätte vor allen Dingen dafür sorgen müssen, dass die Polizei, die damit beauftragt war, die Jesuiten, die Ausländer waren, des Landes zu verweisen und die Jesuiten, die Deutschbürger waren, innerhalb des Landes von bestimmten Bezirken, Gauen und Ländern auszuschließen, durch sie umzupflanzen, da hätte man für sorgen müssen, dass das hätte passieren müssen. Man hätte das Gesetz von Anfang an mit harter Hand durchführen müssen. Genauso wie die römischen Katholiken ihr römisch-katholisches kanonisches Recht auch gnadenlos durchsetzen. Auch das hätte man hier machen müssen. Ob es dann im Endeffekt anders ausgegangen wäre, das will ich jetzt hier gar nicht mal beschwören. Aber man hat eine gewisse Laschheit an den Tag gelegt, durch die Gesetze nicht auf die Art und Weise umzusetzen, wie sie hätten umgesetzt werden sollen. Die Legislative ist nur ein Papierkrieger. Es ist die Exekutive, die die Gesetze der Legislative durchsetzen muss. Und die Exekutive der Kirche setzt ihre Gesetze immer durch. Da sollte der Staat sich ein Beispiel dran genommen haben, in diesem Fall. Der Autor fährt fort und sagt, dieses erscheint umso unerlässlicher, als wir tatsächlich nachgerade ein Jesuitenstaat in aller Form zu werden drohen. Meine Lieben, das sagt der Arthur Böttling 1903 über die Zeit 1870-1880, dass wir tatsächlich nachgerade ein Jesuitenstaat in aller Form zu werden drohen. Heute, 2018, sind wir bereits seit über 50 Jahren, ich würde beinahe sagen, seit nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges, zumindest seit Beendigung der Kampfhandlungen, davon ausgehend, dass es ja keinen Friedensvertrag gibt, sind wir ein Jesuitenstaat geworden. Viele Leute sagen ja auch, Deutschland ist der 51. Staat der Vereinigten Staaten von Amerika. Ja, und die Vereinigten Staaten von Amerika sind ein Jesuitenstaat, die haben es noch nicht begriffen. Da handeln sie noch ziemlich im Untergrund, aber alle Gesetze werden dahin erlassen, um, wenn der Tag kommt, diese Gesetze mit aller Macht durchzudrücken. Und das ist in Deutschland nicht viel anders. Und dass der Arthur Böttling diese Gefahr bereits hier im Ende des 19. Jahrhunderts erkennt und dann 1903 auf diese Art und Weise zu Papier bringt, finde ich für ihn persönlich bemerkenswert. Noch bemerkenswerter finde ich es, dass es viel zu wenig Leute damals wohl gelesen haben, noch weniger davon es wahrscheinlich verstanden haben und noch weniger davon ihre Konsequenzen gezogen haben. Dieses erscheint umso unerlässlicher, sagt der Autor, als wir tatsächlich nachgerade ein Jesuitenstaat in aller Form zu werden drohen. Schon den sich jeder Kontrolle entziehende Orden zu greifen ist,
schon den sich jeder Kontrolle entziehenden Orden zu greifen, ist, wo einmal die römische Hierarchie eingedrungen ist und unter staatlichem Schutze steht, fast ein Ding der Unmöglichkeit. So ist das. Ja, das muss man sich hier mal eben einrahmen, farblich. Das muss ich gleich nochmal lesen. Schon den sich jeder Kontrolle entziehende Orden zu greifen ist, wo einmal die römische Hierarchie eingedrungen ist und unter staatlichem Schutze steht, fast ein Ding der Unmöglichkeit. Ich meine, dass man das Wort fast hier sogar streichen kann. Das hat, wie die päpstliche Aufhebung des Ordens während mehr als eines Menschenalters gezeigt hat, nicht einmal die Kirche fertiggebracht. Also, nicht einmal die Kirche hat es damals geschafft, den Orden trotz offiziellen Verbots so unter Kontrolle zu behalten, dass er tatsächlich für immer verboten werden würde, weil innerhalb eines Menschengeschlechts oder Menschenalters, wie er hier sagt, sind sie zurückgekommen, nämlich nach 41 Jahren. Es ist nicht nur der Orden selbst, sagt der Autor, der dabei in Betracht kommt. Will man ihn unschädlich machen, will man die Jesuiten unschädlich machen, dann muss man den Orden in all seinen Verzweigungen, in all seinen Anhängseln packen. Ja, ich möchte das mal ungefähr damit vergleichen mit einer Hydra, diese zweiköpfige Schlange. Wenn man einen Kopf abschlägt, dann wachsen zwei nach. Das ist mit den Jesuiten ganz genauso. Die sind auch so eine mehrköpfige Hydra. Schlag einen Kopf ab und zwei wachsen nach. Schlag zwei ab und drei wachsen nach. Also du kriegst immer mehr Köpfe, als du davor hattest. Ja? Das ist ein Kampf, den man nicht gewinnen kann. Doch nicht im Fleische. Den kann man nur spirituell gewinnen. Ja? Es ist nicht nur der Orden selbst, der dabei in Betracht kommt. Will man ihn unschädlich machen, dann muss man ihn in all seinen Verzweigungen, all seinen Anhängseln packen. Wo aber ist heute ein geistlicher Orden der römisch-katholischen Kirche, den er nicht in seine Abhängigkeit gebracht hätte? Also, wo finden wir heute, in dem Ende des 19. Jahrhunderts, einen geistlichen Orden der römisch-katholischen Kirche, der nicht in Abhängigkeit der Jesuiten gebracht wurde? Dank seiner Einwirkung, also der Einwirkung der Jesuiten, sind dieselben mehr und mehr sämtlich solidarisch geworden. Hängen sie wie die Kletten zusammen. Hat er doch die Fäden in Rom selbst, an der Quelle der Macht, in seine Gewalt bekommen. Das ist eine absolute Kernaussage hier. Hat der Jesuitenorden doch die Fäden in Rom selbst, an der Quelle der Macht, in seine Hand bekommen. Nicht einmal die ihm affiliierten Orden oder ordensähnlichen Körperschaften sind feststellbar. Das hat selbst ein Döllinger nicht vermocht. Können nicht Laien aller Stände durch zeitlich oder auch inhaltlich beschränkte Gelübde dem Orden sogar direkt angehören? Hierzu kommen Bruderschaften, Krankenpfleger und Schulbrüder ohne Ende. Man denke nur an die marianischen Kongregationen aller Art. Bemächtigen diese sich nicht sogar bereits der Schuljugend? Das ist zwar von Staats wegen untersagt, allein wann hätte ein Jesuit sich durch ein Verbot eines weltlichen Staates behindern lassen? Wenn das Zentrum neuerdings mit wachsender Ungeduld und Dreistigkeit in den preußischen Minister des Kultus und Unterrichts dringt, solche Jugendvereine zuzulassen, so kann man sicher sein, dass dieselben bereits so weit organisiert sind, dass die Drahtzieher den Augenblick für gekommen erachten, dieselben aufdecken zu können, in der festen Zuversicht, dass sie bereits hinreichend tief Wurzel gefasst und Holz angesetzt haben, um jedem Ansturm zu trotzen. Ein wichtiger Satz. Wenn das Zentrum neuerdings mit wachsender Ungeduld und Dreistigkeit in den preußischen Minister des Kultusunterrichts dringt, solche Jugendvereine zuzulassen, so kann man sicher sein, dass dieselben bereits so weit organisiert sind, dass die Drahtzieher den Augenblick für gekommen erachten, dieselben aufdecken zu können, in der festen Zuversicht, dass sie bereits hinreichend tief Wurzel gefasst und Holz angesetzt haben, um jedem Ansturm zu trotzen. Wieder einmal das Zentrum und wieder einmal sprechen wir hier von dem preußischen Minister des Kultus und Unterrichts und wir müssen uns davon bewusst sein, wie wichtig es ist für in Deutschland, dass wir kein
Kultusminister haben auf Bundesebene, sondern dass diese Dinge, unter anderem ja auch Bildung, Angelegenheiten der Bundesländer sind. Ein ganz großer Unterschied zu den Vereinigten Staaten von Amerika. Na? Das ist etwas, da kann man sich noch freuen, dass das so ist. So wird das nicht so von oben herab runtergebracht. Aber fand ich einen ganz wichtigen Satz, den wir hier gerade eben gelesen haben. Tja, wer kontrolliert in dieser Beziehung auch nur die katholischen Studentenvereine, die sogar mit akademischen Abzeichen einherstolzieren? Über diese Studentenvereine, katholisch oder andere, kann man sehr gut nachlesen in diesem Hauptbuch. Ihr wisst ja, dass ich dieses Buch nur habe aufgrund einer Fußnote von dem Buch Bismarck und das päpstliche Rom. Und über diese Vereine, die damals im 19. Jahrhundert in Deutschland an allen Straßenecken gegründet wurden, da spricht das Buch auch sehr interessant drüber. Entschuldigung, kleinen Schluck auf hier. Und da sollte man sich auch mal mit beschäftigen. Wie haben die schwarzen Bataillone, und wir sprechen hier nicht über die SS, sondern wir sprechen hier über die Jesuitenorden, wie haben die schwarzen Bataillone, wie hat der schwarze Pöbel in der schwarzen Presse getobt, als ich, um die Gefahr solcher Brüderschaften vor Augen zu stellen, daran erinnerte, dass man solche Krankenbrüder bereits in den Straßen Karlsruhes hilflose Greise einherführen sehen könne. Es werden zwar solche Schaustellungen offenbar inszeniert, um an den noch ungewohnten Anblick zu gewöhnen, auch um mit solcher Menschenliebe zu prahlen und zu betören, dass der betreffende Ordensbruder auch dazu dient, den hilflosen Kranken in seine seelische Gewalt zu bekommen und damit zugleich womöglich seinen Geldbeutel, entspricht zwar nur dem, was Ignatius durch seinen Polanco schon selbst angeordnet hat, allein, wenn unser einer daran erinnert, so ist er ein niederträchtiger Verleumder, ein Beschimpfer reinster Menschenliebe, ein Religionshasser, ein Unmensch, der gesteinigt gehört. Das war ein ziemlich komplizierter und langer Satz, den ich hier eben nochmal lesen möchte. Es werden zwar solche Schaustellungen offenbar inszeniert, um an den noch ungewohnten Anblick zu gewöhnen, auch um mit solcher Menschenliebe zu prahlen und zu betören. Ja, diese Menschenliebe, diese Charity, sagt man das im Englischen, das ist das Wohltätigkeit. Ja? Mit dieser Wohltätigkeit zu prahlen, also setzen wir anstatt Menschenliebe Wohltätigkeit und dann könnt ihr auch ganz gut die Verbindung legen zu heute, um mit solcher Wohltätigkeit zu prahlen und zu betören, dass der betreffende Ordensbruder auch dazu dient, den hilflosen Kranken in seine seelische Gewalt zu bekommen und damit zugleich womöglich seinen Geldbeutel. Das entspricht zwar nur dem, was Ignatius durch seinen Polanco schon selbst angeordnet hat, allein wenn unser einer daran erinnert, heute, also Arthur Böckling, damals der das schreibt, so ist er, Böckling, ein niederträchtiger Verleumder, ein Beschimpfer reinster Wohltätigkeit, ein Religionshasser, ein Unmensch, der gesteinigt gehört. Bigotterie, sagt man da auch zu, vor allen Dingen im Englischen, Bigott, ja, Religionshasser. Jemand, der, ja, weil er diese Taten aufdeckt, halt zum Feind der römisch-katholischen Religion abgestempelt wird. Weil man nur aufdeckt, wie die handeln. Wenn diese Ordensbrüder nichts anderes tun, als dafür zu sorgen, die hilflosen Kranken in ihre seelische Gewalt zu bekommen und dadurch diese ganze Wohltätigkeit, zwischen Anführungsstrichen, dieser ganzen Wohltätigkeit einen anderen Anstrich zu geben. Nämlich nur aus Selbstnutz wird das gemacht bei den Jesuiten. Nur daraus. Das hatte schon Polanco unter Ignatius Loyola angeordnet, dass man sich eben von den Leuten, denen man damals die letzte Ölung gab, dass man die sich seelisch abhängig machen musste. Und durch diese seelische Abhängigkeit hat man dafür gesorgt, dass man von denen Hab und Gut und Geld alles bekommen hat. Und genau darum geht es in diesem Absatz, den wir gerade eben hier gelesen haben. Ein Ordensmann bleibt ein Ordensmann, auch wenn er Krankenpfleger ist. Ich aber frage,
Ob Gebrechliche, Hilflose, Kranke und Alte sowie deren Angehörige nicht ein Recht darauf haben, vor einer derartigen Erbschleicherei von Staats wegen geschützt zu werden. Ha, beispielsweise in England bestehen hierfür die strengsten gesetzlichen Anordnungen. Warum nicht auch bei uns in Deutschland? Na, das ist doch mal eine interessante Frage, warum hier zwischen Deutschland und England in diesem wichtigen Punkte mit so zweierlei verschiedenen Maßen gemessen wird. Ein Ordensmann bleibt ein Ordensmann. Ein Jesuit bleibt ein Jesuit, auch wenn er als Krankenpfleger arbeitet. Ich aber frage, hilft es gebrechlichen und hilflosen Kranken und alten Menschen sowie deren Angehörigen? Haben die nicht ein Recht darauf, vor einer derartigen Erbschleicherei von Staats wegen geschützt zu werden? Müsste hier nicht der Staat eingreifen und einen Schutz vor dieser geistlichen Gewalt des Ordensmannes den Leuten bieten? Das ist, was hier in diesem Absatz gefragt wird. Ist das nicht die Aufgabe des Staates, seine Bürger zu schützen? Naja, ich glaube, wir wissen heute in 2018 und vor allen Dingen die Leute, die natürlich in Deutschland leben, ganz genau, dass der Staat nicht da ist, um uns zu schützen, sondern dass der Staat dafür da ist, um uns klein zu halten, um uns dumm zu halten, um uns arm zu halten und um dafür zu sorgen, dass wir weiter grasende, nicht denkende Schafe auf der Weide, die sie uns geben, sind. Und ja nicht nachzudenken und ja nicht drauf kommen, dass hier eine Erbschleicherei in diesem Fall vorangeht. Gebrechliche, hilflose, Kranke und Alte. Das erinnert mich eben daran, der Bismarck hatte ja damals mit der Sozialversicherung dafür gesorgt, dass solche Dinge überhaupt erst eingeführt wurden in Deutschland. Das war, nachdem er den Kulturkampf beendigt hat. Also nicht mehr weitergeführt hat zumindest. Ja? Und das hat eben dafür gesorgt, dass die Jesuiten, die damals in Deutschland waren, sich zurück dieser Erbschleicherei bemächtigt haben. Und der Autor stellt sich nur die Frage, ja, hat denn der Bürger, der hilflose Kranke und der alte Mensch nicht das staatliche Recht darauf oder das Recht vom Staat, vor dieser geistigen Erbschleicherei geschützt zu werden? Wenn das dann in England geht, weil es dort die strengsten gesetzlichen Anordnungen gegen gibt, warum kann es die nicht auch in Deutschland geben? Am unmerkbarsten und infolgedessen am schwersten greifbar sind die jesuitischen Schlangen, wenn sie die Frauen antreiben und vorspannen. Wenn die Jesuiten die Frauen antreiben und vorspannen, so, das hören jetzt die meisten vielleicht nicht gerne, aber das ist genau die Ursache, die Basis, die Wurzel der sogenannten Emanzipation. Das Zerstören der Familie, das dafür sorgen, dass die Frauen auch arbeiten gehen müssen. Die Befreiungstheologie von Kardinal Bellarmine auf die Frauen umzusetzen. Am unmerkbarsten und infolgedessen schwersten greifbar sind die jesuitischen Schlangen, wenn sie die Frauen antreiben und vorspannen, wenn sie die Frauen vor ihren Karren spannen. Genauso wie die Jesuiten das tun, wenn sie im Geldsystem die Juden vor sich spannen, wenn sie die Frauen vor sich spannen, ja, dann sind sie ganz fürchterlich schwer zu packen. Weil Ignatius hatte zwar für das weibliche Geschlecht eine solche Missachtung, dass er weibliche Ordensmitglieder verpönte, allein nur umso eifriger sind heute seine Jünger darauf aus, ihnen untertänige Frauenorden und Klöster überall festzusetzen. Schon wird ein großer Teil unserer weiblichen Jugend von solchen verkappten Jesuitinnen erzogen. Und der sorgt dafür, dass wir diese Frauen kriegen, die mit traditioneller Familie nicht mehr viel am Hut haben, sondern sich eben auch mehr oder weniger an Rom verkaufen. Ja? Schon wird ein großer Teil unserer weiblichen Jugend von solchen verkappten Jesuitinnen erzogen. Was glaubt ihr denn, war später im damals Dritten Reich der Bund deutscher Mädel? Na? Das Gegenstück zur Hitlerjugend.
Der Bund Deutscher Mädel, das war auch pur Jesuiten indoktriniert. Der Simplicissimus hat wahrlich nicht Unrecht gehabt, als er witzig bemerkte, die Jesuiten und ihre Vorkämpfer schlagen so viel Lärm über das Jesuitengesetz, nur um nicht merken zu lassen, wie die Ausgewiesenen längst im Reiche drinnen sind. Also, macht viel Lärm, viel, viel Lärm um dieses Jesuitengesetz und dann merkt keiner, wie sie hintenrum längst im Reiche sind und sich wieder mit ihrer Sophistik und Kasuistik eingeschlichen haben in Debatten und Diskussionen und wie sie wieder durch Infiltration alle möglichen Stände eingenommen haben, von denen sie vorher aufgrund des Jesuitengesetzes verbannt wurden. Und natürlich die Verwässerung des zweiten Artikels hat da wohl für gesorgt, dass trotzdem wieder neue Institutionen der Jesuiten in Deutschland aufgesetzt wurden. Trotzdem möchte ich die Lesung hier abschließen für heute, und zwar mit der Bemerkung, dass ich persönlich der Meinung bin, dass so wie Bismarck damals mit diesem Jesuitengesetz gegen die Jesuiten vorgegangen ist, dass der Weg richtig war, dass er zwar nicht im Endeffekt so durchgegriffen hat oder das Gesetz nicht so durchgegriffen hat, wie es hätte greifen sollen, aber es ist auf jeden Fall schon mal viel mehr als das, was nach dem Zweiten Weltkrieg bei uns passiert ist und was heute immer noch passiert. Weil die Jesuiten haben bei uns genau das, was sie damals mit der Bulle von 1543, wie wir bei Griesinger gehört haben, bekommen haben. Carte blanche. Totale Handlungsfreiheit, Handlungsvollmacht. Sie können alles tun, was sie nur wollen. Es ist niemand mehr da, der ihnen irgendwelche Steine oder Hindernisse in den Weg legt. Und das ist leider etwas, was wir berücksichtigen müssen heutzutage. Und was den Unterschied macht zwischen damals 1903, wo Arthur Böttling dieses Buch geschrieben hat, und heute 2018, wo ich dieses Buch heute vorlese. Aber wir werden uns nächstes Mal mit den letzten paar Seiten beschäftigen und werden in der nächsten Lesung wohl zum Schluss kommen, wo es noch weiterhin um Deutschland geht und wo es noch weiterhin darum geht, wie die Jesuiten sich in Deutschland eingenistet haben und wie die Deutschen auch damals versucht haben, den Jesuiten einen Gegenstand zu bieten. Es gibt so ein wunderschönes kleines Gedicht, das hier am Ende dieses Heftes steht. Das möchte ich euch schon mal eben vorlesen, um die Vorlesung von heute damit zum Ende zu bringen. O gutes Land, du schöne Braut, du wirst dem Teufel angetraut. Ja, weine nur, du armes Kind, vom Gotthard weht ein schlimmer Wind. Sie kommen, die Jesuiten. Bis zum nächsten Mal und damit der fünften Lesung von dem Heftchen von Arthur Böttling von 1903, Die Jesuiten und das Deutsche Reich. Maranatha.